So. Okay. Also, Interview mit Markus. Herzlich willkommen. Schön, dass du mich heute eingeladen hast und mir die Chance gibst, hier heute mal ein SE-Interview mit dir zu führen. Ja, und du hast eine Überzeugung. Genau. Und zwar die Überzeugung, dass alles mit allem verbunden ist. Ja, also wir Menschen miteinander, wir mit der Natur, mit der Erde, mit dem ganzen Universum. Also dass es irgendwie ein unsichtbares Band gibt zwischen der ganzen Schöpfung. Okay. Alles ist mit allem verbunden und steht im Zusammenhang. Und beeinflusst sich gegenseitig. Okay. Mhm. Hast du mir da ein Beispiel, ein konkretes, wo du das irgendwie beobachtet hast? Oder, vorher noch eine andere Frage. Wie sicher bist du dir, dass das so ist? Von einer Skala von 0 bis 100, wenn du das so erordnen müsstest, dass du sagst, 0 ist, kann überhaupt nicht sein, dass es so ist und 100 heißt. Das ist definitiv so für mich. Das ist schon ziemlich viel, ich würde sagen 97. 97, okay. Ja. Also ziemlich. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher, okay. Wie wichtig ist es für dich, wahre Dinge zu glauben? Von der Skala von 0 bis 100? Wahre Dinge zu glauben? Also, dass du sagst, alles, was ich glaube, muss zwingend wahr sein, 100. Oder sagst du, ja, das ist so, ist mir weniger wichtig? Das ist mir wichtig, allerdings glaube ich, dass es bei manchen Sachen nicht nur eine Wahrheit gibt. Okay. Ich glaube, das ist da einfach, in manchen Dingen ist es nicht so klar, glaube ich. Aber wenn es um Fakten und Wahrheiten geht, also wo man sagen kann, das ist wahr, dann ist mir das schon wichtig, dass meine Überzeugungen der Wahrheit entsprechen. Okay. Gut. Diese konkrete Überzeugung, ist das eine Überzeugung, die du jetzt schon länger hast, oder ist das eine relativ neue Überzeugung? Nee, die ist schon länger da. Okay. Hast du mir ein konkretes Beispiel, wo du das beobachtet hast, dass alles mit allem in Verbindung steht? Es gibt Momente, wo ich das fühle, ne? Oder wo ich zum Beispiel die Verbindung zu anderen Menschen spüre. Was aber eben ein Gefühl ist, also keine Berührung oder kein Telefonat oder sondern es ist ein Gefühl der Verbundenheit da. Und sowas spüre ich auch manchmal in der Natur. Wenn ich zum Beispiel irgendwas Schönes angucke in der Natur, dann habe ich das Gefühl, dass ich als Betrachter, wenn ich das irgendwie mit Demut oder mit Liebe oder mit Hingabe wahrnehme und anschaue, dass da in mir was passiert. Und ich glaube eben, dass das nicht nur in mir passiert, sondern dass es ein Wechselspiel ist. Wie zum Beispiel ein Pilzmyzel einen Baum versorgt mit Nährstoffen und mit Informationen irgendwie. Ich glaube, da gibt es eben ein Band zwischen allem und beweisen kann ich das natürlich nicht, aber ich kann dir sagen, dass ich das wahrnehme als Gefühl, als Gefühl der Verbundenheit. Ja. Okay. Du beobachtest quasi so diese Wechselwirkung zwischen dir, deinem persönlichen Empfinden und deiner Umwelt eigentlich so. Also wie deine Umwelt auf dich wirkt. Und genau, und dann vielleicht sogar so weit, dass manche Sachen dann auch anders passieren in meinem Leben. Je nachdem, wie aufmerksam ich bin oder wohin ich meine Gedanken lenke sogar. Ne? Genau. Verstehe ich das richtig, dass du sagst, wenn du deinen Gedanke irgendwie auf was lenkst, dann hat es auch Auswirkungen auf deine Umwelt oder was dir widerfährt? Oder? Nicht unbedingt auf meine Umwelt, die ist ja so, wie sie ist, aber meine Wahrnehmung, je nachdem, wo ich meine Wahrnehmung hinrichte, weißt, kann ich entweder einen Scheißtag haben oder ich kann einen guten Tag haben. Weil der Tag an sich ist neutral, nur meine Wahrnehmung desselben nicht. Okay, also deine Wahrnehmung steht quasi in Wechselwirkung mit sich selbst. Auch wieder. Ja, natürlich, mit sich selbst, ja. Oder deine Einstellung, ja. Ist
dieser konkrete Punkt aber, dass du mit deine Wahrnehmung, auch deinen Alltag quasi oder mit deiner Einstellung deine Wahrnehmung beeinflusst, ist das dann ein Argument dafür zu sagen, alles steht mit allem in Verbindung, weil da geht's ja dann nur um dich selber oder das ist ja was dein individuelles wird. Mhm. Schon, aber der Glaube dahinter ist eben, wenn mir das passiert, wenn ich jetzt einen Menschen anschaue und ich spüre da was, oder auch eine Blume oder einen Baum, dass ich glaube, dass jedes Lebewesen das auf der anderen Seite praktisch auch empfindet. Und nicht nur andere Menschen, sondern auf einer anderen Ebene vielleicht und nicht so in einem neuronalen Netzwerk wie bei uns, aber dass Pflanzen das zum Beispiel auch empfinden. Es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel einer Pflanze mit Liebe begegnet, zu Hause, also wenn du einfach pflegst und hegst, dann wächst sie gut. Mhm. Und wenn die aber anschreist jeden Tag und kannst du trotzdem wässern, dann wächst sie nicht so gut. Mhm. Also dass da einfach was passiert zwischen den Dingen. Und das kann man ja schon beobachten. Zum Beispiel das von der Pflanze. Okay. Dann kannst du ja nicht messen, weißt du? Das ist ja eine emotionale Energie oder so, oder mehr. Da denke ich gerade drüber nach, ob man das irgendwie messen oder testen könnte. Wenn man jetzt, angenommen, man würde jetzt ein Experiment machen, wo man irgendwie 1000 Pflanzen irgendwo in einen Raum stelle und 1000 Pflanzen in einen anderen Raum, oder wenn man, und nochmal 3000 Pflanzen in den dritten. Und die erste 1000, die beleidigen wir und schreien sie an, und die nächsten 1000, die dem wir irgendwie, lieben, ja, und sagen, wie toll sie sind, und die dritte, mit denen machen wir vielleicht gar nichts, die als Kontrollgruppe. Ja. Und dann gucken wir irgendwie nach 3 Monaten, wie haben sich die entwickelt. Ja. Also, das wäre ja schon was man auch verifizieren könnte. Ja, wurde ja auch schon gemacht, so wie das. Okay. Aber man kann das Ergebnis verifizieren, aber man kann nicht messen, was da passiert, das habe ich gemeint. Also, kann jetzt nicht. Kannst du nicht sagen, der hat jetzt hier 70% Liebe reingegeben? Nee. Da gibt's keine Messeinheit dafür. Richtig, also, richtig. Kein Messverfahren. Ja. Aber man könnte das Ergebnis. Könnte man das Ergebnis, ja. Genau. Okay. Aber wäre das ein Beweis dafür, dass alles mit allem in Verbindung steht? Oder ja, wäre das erstmal ein Beweis dafür, dass die Pflanze mit mir in Verbindung steht? Ja. Natürlich, ja. Okay. Also du hast das so konkret formuliert, alles mit allem, deswegen versuche ich da auch ein bisschen drauf den Fokus zu legen. Also die Frage wäre ja dann, wenn das eben zwischen mir und der Blume tatsächlich da ist, warum dann nicht zwischen mir und dem Baum? Warum nicht zwischen mir und dem Stein? Warum nicht zwischen mir und Alpha Centauri? Irgendwie 13 Milliarden Lichtjahre weg oder so. Was für eine Wechselwirkung könnte Stufen Stein haben? Das weiß ich nicht, weil ich bin ja kein Stein, aber ich könnte sagen, was das für eine Wechselwirkung mit mir hat vielleicht. Das, ja. Also auch wieder, wenn man irgendwie einen Stein anschaut, nur in dem Moment ist, und vielleicht versucht, den sogar nicht mal vorgefertigt dahin zu schauen und sagen, das ist ein Stein, sondern einfach zu gucken, was das ist und was dafür Muster vielleicht drin sind und für Einschlüsse und Schattenspiele auf dem Stein und so. Und wenn ich das wahrnehme, dann habe ich in meinem Leben eine ganz große Qualität geschaffen. Mhm. Ja? Und das ist die Wechselwirkung von dem Stein und meiner Wahrnehmung des Steins, meiner Achtsamkeit bei der Wahrnehmung. Okay. Und ohne dass der Stein so ist, wie er ist, hätte ich ja nicht genau die Wahrnehmung. Also das heißt einfach nur, dass der Stein so ist, wie er ist. Okay. Du beschreibst, also was ich verstehe, ist, dass du beschreibst gerade die Wechselwirkung, die du persönlich empfindest. Genau. Mhm. Weil bei einem Stein kann man es ja nicht messen, wie bei einer Blume zum Beispiel. Genau. Ja. Okay. Aber dann, ich möchte jetzt deinen Claim nicht umformulieren, aber
Du hast gesagt, das sind so deine Gefühle und deine Erlebnisse, die haben dazu geführt, zu dieser Überzeugung zu kommen. Aber kannst du dann, das war jetzt ein Beispiel, wie die Umwelt auf dich wirkt. Ja, ich weiß, ja. Daraus kannst du ja nur den Rückschluss ziehen, dass du auch auf alles andere Einfluss hast. Also der Claim wäre ja dann momentan eher, alles hat Einfluss auf mich. Okay. Hast dann auch ein Beispiel, wo du sagen kannst, okay, ich beeinflusse meine Umwelt? Naja, gut, bei anderen Menschen natürlich. Also wie ich andere Menschen zugehe und mit denen einfach interagiere, das hat ja einen großen Einfluss drauf, wie die Begegnung dann auch ist, letztlich, und wie die beiden aus der Begegnung, ich und er, rausgehen oder sie. Klar. Ja. Genau, also das auf jeden Fall. Aber wenn man es dann vielleicht ein bisschen größer fassen will und dann auch vielleicht wieder den Kosmos dann mit einbezieht, glaubst du auch, dass du Einfluss auf den Kosmos im Ganzen hast? Oder auf irgendwas außerhalb unserer Erde? Einfluss nicht in dem Sinn, dass ich da was verändern kann. Das glaube ich nicht. So auf dem Boden bin ich schon. Vielleicht ist es wirklich falsch formuliert, aber es ist eher so dieses, dass da was zugrunde liegt, weißt? Dass da irgendwo, wir waren ja alle mal ein Punkt anscheinend, ne? Urknall. Und dass diese Verbindung irgendwie da immer noch ist, ne? Vielleicht sogar zwischen den Atomen und zwischen den Molekülen. Genau, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ich habe die Frage gestellt, ob das so weit gültig ist, alles mit allem in Verbindung, dass du auch sagen würdest, du stehst wirklich auch so mit dem Kosmos in Verbindung, dass du wirklich auch andere irgendwas irgendwo im Kosmos außerhalb der Erde verändern könntest. Ja, nee, dass deine Moleküle im Körper, wenn du sagst, dass Verbindungen zwischen den Atomen, willst du damit sagen, dass, also so weit geht es so in die Richtung Quantenphysik? So. Nee, also ich glaube nicht, dass ich was verändern kann jetzt irgendwie auf der Sonne zum Beispiel oder auf dem Mond. Ja, oder irgendwo anders in der, oder irgendwo anders auf der Welt. Ja. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das verändern kann. Ich glaube aber schon, dass es da eine Wechselwirkung gibt, irgendwie eine Energie, die da fließt. Ja, wenn wir bei dem Beispiel von der Blume zum Beispiel bleiben. Aber ja, warum alles mit allem, das ist natürlich schon schwierig. Ich glaube, weil ich das nicht wissen. Das ist richtig, ja. Das ist schon ein Gefühl. Vielleicht ist es auch ein Glaube. Vielleicht möchte ich das auch nur. Sind Gefühle und Glaube sind die Fehler? Natürlich. Sollte Gefühle und Glaube ausreichend sein, um zu 97% Zuversicht zu kommen? Er ist schon sehr sportlich, ne? Aha. Ja, aber wäre wahrscheinlich 50-50 besser. Okay. Ja. Okay. Ich habe mal der Timer auf 10 Minuten gestellt. Ja. Also, wir haben uns 10 Minuten gequatscht. Wir können gerne noch weiter. Das vertiefe, oder wir können es da erstmal sacken lassen. Das ist ein guter Punkt. Aber ja, natürlich stimmt es, ne? Natürlich stimmt es. Ich glaube, das beruht natürlich nur auf einem Konstrukt, was ich mir so recht zurechtgelegt habe in meinem Kopf. Mhm. Und wenn ich sage, ich spüre das, ist das ja nur was ganz Individuelles und was Subjektives. Mhm. Das heißt, das ist vielleicht mehr eine Interpretation als eine Wahrheit.
ich möchte, also mein Ziel war jetzt auch überhaupt nicht zu sagen, mich umzustimmen, bei dieser Überzeugung. Ja, sondern es ging einfach darum, zu gucken, wie kommst du zu dieser Überzeugung, ja, ja, und ist dieser Weg, der dich zu dieser Überzeugung geführt hat, wirklich so zuverlässig, ja, dass du für dich zu einer 97-prozentigen ja, Überzeugung ja, kommst. Ja. Auf jeden Fall ist es angreifbar. Ja, 50-50 wäre wahrscheinlich tatsächlich besser, weil das genauer kann ich es nicht wissen wahrscheinlich. Ne? Das ist entweder oder. Ja. Oder keins von beiden. Oder?